Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal, Il Collezionista, der Sammler. Ich bin Andrea und heute gibt es wieder eine neue Review für euch. So, für heute, wie ihr sehen könnt, habe ich den Eisernen Thron aus der Serie Game of Thrones. Das ist wahrscheinlich eine der coolsten Objekten oder Zubehören, die man sich so auf dem Markt kaufen kann in 1:6, in dem Fall für Game of Thrones, weil ich meine, den Eisernen Thron ist einfach so das Wichtigste, was so in diese Serie betrifft. Jeder kämpft, damit er sich irgendwann hier hinsetzen kann. Und das sehen wir ja natürlich vom Anfang bis zum Schluss. Absolut cool. Ist mega ikonisch natürlich geworden in den Jahren durch die Serie. Und für mich deswegen war irgendwann, habe ich mich einfach entschieden, okay, ich habe mehrere Figuren jetzt aus der Serie. Ich liebe diese Serie. Wenn die Möglichkeit besteht, will ich auch den Eisernen Thron haben. Weil sieht einfach nur gut aus. In dem Fall, was ich feststellen konnte, es gibt zwei Versionen. Die Version hier, die ihr heute seht, ist die von Hero Club. Und dann sollte noch eine andere geben. Falls irgendjemand von euch die andere Version hat, sollte das, wenn es geht, in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr interessieren. Ich glaube, das ist von Dark Horse. Auch in 1:6. Nur, was ich gemerkt habe, ein Unterschied zwischen dieser Version und die andere, hat noch eine zusätzliche runde Base, was auch sehr akkurat ist, weil so sieht es auch in der Serie aus. Und in dem Fall hier haben die einfach nur einen Thron gemacht. Ist auch natürlich akkurat, aber wie gesagt, da fehlt diesen extra Base, wo so gesehen ein Thron drauf ist, auch in der Serie. Beide Versionen sind ziemlich schwierig geworden zu ergattern. Also, was ich damit meine, die sind einfach selten auf dem Markt. Im Normalfall sind die auch nicht immer günstig, weil die einfach selten sind, was ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Warum hat 3Zero nie einen Eisernen Thron gemacht? Ich meine, die haben ja so viele Charaktere gemacht, die haben die Lizenz. Hier gibt es ja nicht mal eine Art Copyright, sage ich mal, weil wir reden ja von keiner Person, das ist einfach eher ein Gegenstand. Von daher verstehe ich absolut nicht, warum 3Zero hat nie einen Eisernen Thron gemacht. Vielleicht machen die noch irgendwann, aber ich meine, dadurch, dass die Serie jetzt vorbei ist, die machen immer noch Charaktere, das finde ich cool, aber ob die jetzt tatsächlich das noch machen werden, bin ich mal gespannt. In dem Fall hier, was ich total cool finde, außer dass jetzt ein Thron wirklich sehr groß ist, also falls ihr zum Beispiel in eure Sammlung Detolf-Vitrinen habt, das passt ganz genau in so ein Fach, wirklich aufs Zentimeter. Hier werdet ihr, glaube ich, nur noch einen Zentimeter haben in die Höhe. Die Breite ist noch ein bisschen Luft, aber in die Höhe wirklich, da bleibt ganz, ganz wenig, aber passt Gott sei Dank ganz genau rein und wirkt optisch wirklich bombastisch, weil es ist einfach richtig groß, ne? Also, und das Ganze ist auch ziemlich schwer, hat ein ordentliches Gewicht. Das Ganze ist aus Polystone. Ich würde sagen, gefühlt wiegt das Ganze zwischen 1,5 und 2 Kilo, also schon ordentlich. Eher vielleicht 2 Kilo wie 1,5, wie gesagt, wiegt schon ganz gut, deswegen, damit müsst ihr echt aufpassen, weil wenn das Ding hier auf den Boden fällt, dann ist es vorbei, dann ist es wirklich vorbei, das würde in 1000 Teilen kaputt gehen, weil bestimmte Stellen sind natürlich sehr kompakt und hart, da passiert vielleicht eher weniger was, aber natürlich, die ganze Schwerter, die so rausgucken, die würden sofort abbrechen, ne? Also das ist ganz klar. Am meisten die oberen auch und so, das würde dann vorbei sein, das kann ich euch auf jeden Fall garantieren. Das Ganze, muss ich sagen, hat einen schönen Paint, ist ja so eine Mischung aus Schwarz und Silber, wirklich sehr, sehr cool. So sieht das Ganze aus. Vielleicht noch ein bisschen näher, muss man ein bisschen drehen. Also paintmäßig ist okay, mir gefällt, sieht wirklich optisch sehr, sehr toll aus. Wenn man natürlich auch einen Charakter dann hin, so gesehen, draufsetzt, so wie in der Serie, sieht das Ganze noch besser aus. Aber wie gesagt, das ist wirklich sehr, sehr toll. So sieht die Sitzfläche aus. Sehr, sehr cool. Guckt euch zum Beispiel hier an. Sieht auch mega. Fällt mir wirklich richtig, richtig gut. Und ja, und vor kurzem hatte ich ja die Review nämlich von Cersei ja gemacht. Und habe ich ja erzählt, wenn ihr versucht, ihr Cersei auf den Eisernen Thron
hinzusetzen. Das wird nicht funktionieren. Und so ist es tatsächlich. Also das könnt ihr echt vergessen. Die Sitzfläche ist groß genug. Also das würde schon natürlich funktionieren. Also sehr sehr so gesehen da hinzusetzen. Aber wegen ihrem Kleid ist leider das nicht so möglich. Das sieht auch nicht gut aus. Deswegen habe ich mich für einen anderen Charakter entschieden, der danach hier hinkommt. Werde ich auch zeigen. Und wirkt wirklich richtig, richtig toll. Also das muss man ganz klar sagen. Ich kann halt leider nicht viel dazu sagen zu die andere Version von den Eisernen Thronen, was ich vorher erwähnt hatte. Deswegen würde mich freuen, falls jemand von euch das hat und so ein bisschen so ein Feedback geben. Ja, der andere wiegt weniger oder sieht besser aus oder dies oder das. Wäre cool zu wissen. Das aber trotzdem, meiner Meinung nach, sieht wirklich sehr, sehr toll aus. Preis-Leistung. Ich weiß natürlich nicht, was das Ganze halt neu gekostet hat und so, aber sagen wir mal, auch wenn das 150 gewesen wären, ist für mich eigentlich gerechtfertigt gewesen, weil, wie gesagt, groß, hat ein gutes Gewicht, schön detailliert, Paint ist gut. Ich kann euch auch schlecht sagen, ob das wirklich 1:1 so auch bemalt ist in der Serie. Ist schwierig, es ist wirklich schwierig, das zu sagen, weil jedes Mal, in jeder Folge, ich mache zurzeit eher einen Rewatch, fällt halt ein komplett anderes Licht auf den Thron und dann wirken die Farben jedes Mal immer so ein bisschen anders. Aber so, muss ich sagen, wirkt übertrieben gut. Das ist echt ein Eyecatcher, das muss man ganz klar sagen. Schon allein auch, wie gesagt, wegen der Größe. Ich würde sowas auch empfehlen für Leute, die jetzt nicht unbedingt Sammler sind, also 1:6 Sammler oder allgemein Figurensammler, sowas wirklich auch im Wohnzimmer, in so eine kleine Vitrine, ist absolut ein Eyecatcher. Ich meine, man erkennt, was das ist. Die Serie ist ja übertrieben berühmt geworden in den letzten Jahren, deswegen, ich würde mal sagen, jeder hat schon mal was gehört von den Eisernen Thronen oder von Game of Thrones, von daher kann ich wirklich so ein bisschen für alle sowas empfehlen. Für die, wo natürlich auch noch 1:6 Figuren sammeln und sowieso Game of Thrones Fans sind, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also sieht wirklich richtig, richtig toll aus. Wirkt einfach nur sehr, sehr schön. Ein Eyecatcher, ganz klar. Ich habe heute ja nicht die Verpackung gezeigt, weil ich nämlich ohne Verpackung so gesehen einen Thron bekommen habe. Der alte Besitzer hatte das nicht mehr gehabt. Ich schätze mal, das hat er weggeschmissen. Ich habe auch ein bisschen geguckt, war auch nichts Besonderes. War auch sehr groß. Weil wie gesagt, könnt ihr euch vorstellen, ne, wenn der Thron schon so groß ist wie ein Fach von der Detalf, dann könnt ihr euch vorstellen, in was für eine andere Verpackung das Ganze ja verpackt sein sollte. Ne? Das war schon sehr sperrig. In dem Fall konnte ich mir aber so oder so nicht aussuchen. Wie gesagt, hat er einfach nicht mehr gehabt. Ich habe den bekommen, bin auch zufrieden, sieht wirklich richtig, richtig toll aus. Von mir ist jetzt keine Figur, aber wenn ich wirklich das beurteilen müsste und so, ich würde wirklich 9 von 10 geben. Außerdem auch noch für einen guten Preis, wirklich absolut mega. Wie gesagt, ich kann keinen direkten Vergleich machen mit einem anderen Thron, was es ja noch gibt, weil ich habe den einfach noch nie gesehen live. Deswegen würde mich interessieren, falls jemand von euch das hat, sollte mal in die Kommentare schreiben und so beim, ja, was ist anders? Ist es auch aus Polystone? Wiegt es auch so viel? Hat einen anderen Paint? Wie gesagt, würde mich interessieren, aber das hier von Hero Club, wie gesagt, sehr, sehr toll. 9 von 10 Punkte bekommt auf jeden Fall von mir, gefällt mir übertrieben gut, kann ich absolut empfehlen. Wie gesagt, für Sammler und nicht unbedingt Sammler, weil das ist einfach ein Eyecatcher ist und es kommt einfach richtig, richtig gut. So, das ist alles. Wie immer bedanke ich mich. Schreibt in die Kommentare, was ihr dazu denkt, zu den Eisernen Thronen, ob ihr euch auch eins geholt habt, entweder von Hero Club oder von Dark Horse, glaube ich, sollte das ja heißen. Würde mich interessieren. Wie immer, vergisst nicht ein Like zu hinterlassen, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt, auf meinen Instagram-Account zu schauen, findet ihr immer in der Beschreibung, El Coleccionista 1988. Das ist alles und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und ich sage euch bis zum nächsten Mal. Tschüss!